Und bei mir im Studio, da begrüße ich jetzt Martin Graf, den dritten Nationalratspräsidenten von der FPÖ. Guten Abend, danke fürs Kommen. Guten Abend. Herr Präsident, wenn Sie Schüler wären, würde man Sie wahrscheinlich als verhaltensauffällig bezeichnen. Woher kommt denn dieser Hang, dieser Drang zur Provokation? Na, erstens einmal provoziere ich nicht und zweitens einmal verwehre ich mich dagegen, dass man mich bezeichnet als verhaltensauffällig. Das ist doch schon ein gewisses Maß an Übertreibung bzw. Kreditschädigung in meine Richtung, die ich so nicht sitzen lassen möchte auf mir. Und mich verwundert es auch oftmals, welche Reaktionen in den Medien breitgetreten werden. Es schreibt der Chefredakteur Unterberger morgen in der Wiener Zeitung für mich sehr treffend, dass offensichtlich die breite mediale und auch politische Gegnerschaft in Zukunft auch mit tiefer Besorgnis dann meinen Rücktritt fordern wird, wenn ich bei Gelb über die Straße gehe oder mit Gelb Bleiben wir mal bei den Sachen, wo der Rücktritt schon gefordert wurde. Das mit Gelb, das werden wir ja noch sehen. Ja. Südtirol war der letzte Anlass. Jetzt ist es ja ganz okay, jeder kann seine Meinung haben, jeder kann seine Meinung vertreten, das wird Ihnen auch niemand verübeln. Aber es gibt sowas wie politische Usancen auch in diesem Land. Und zu denen gehört zum Beispiel, dass ein hoher Repräsentant des Staates nicht einfach die geltende offizielle außenpolitische Linie in Frage stellt. Diese Usancen sind Ihnen offensichtlich egal. Naja, da muss man etwas zurechtrücken. Ich habe nicht gegen einen Konsens in der Republik verstoßen, sondern umgekehrt war es. Ich habe den Konsens vertreten, weil bis dato war der Konsens der österreichischen Außenpolitik in der Frage Südtirol das unverzichtbare Festhalten am Selbstbestimmungsrecht für die Südtiroler. Der Konsens ist aber nicht, Richtig. Österreich eine Volksabstimmung fordert. Das ist vielleicht Ausfluss und ich habe auch keine Volksabstimmung gefordert, sondern ich habe am Ende erzählt, beziehungsweise in einem Interview zum Selbstbestimmungsrecht Stellung bezogen und bin Sie dann in weiterer Folge gefragt weil hier worden. Steht, ich habe mir das natürlich vorbereitet, ja, selbstverständlich. Auf die Frage, welche Frage soll man denn da stellen, sagen Sie die Frage, ob es ein Tirol geben soll. Aber und Sie da ist die Rede von einem Referendum. Natürlich habe ich das ganze Interview gelesen. Und das hatte eine Vorgeschichte und da wurde über das Selbstbestimmungsrecht durchaus gesprochen und dazu habe ich mich bekannt. Das ist Grundkonsens in der Österreichischen Republik. Ich erinnere daran, dass auch es ist eben nicht eine Volksabstimmung zu verlangen, sondern das zu akzeptieren, was Österreich mit Italien vor der UNO beschlossen hat. Das war 1992. Das beizulegen. Das sehen Sie so. Die letzte Konsequenz des Selbstbestimmungsrechts ist immer eine Volksabstimmung, dass dieses Recht hat. Es geht ja um das Recht, ein Selbstbestimmungsrecht auch zu haben. Und als letzte Konsequenz hat man das immer. Und das ist Konsens gewesen. Das also war auch Thema. Ich halte fest, Sie bleiben jetzt dabei. Na, ich möchte dazu schon sagen. Und das beeindruckt Sie nicht, dass alle möglichen Menschen, die auch für Außenpolitik zuständig sind, gesagt haben, das ist ein Unsinn oder das ist unrealistisch, das ist ein Blödsinn. Das ficht Sie nicht an. Das stimmt ja so nicht. Das gestrige Interview mit dem Südtiroler Landeshauptmann, der hat ja ganz anderes gesagt zum Thema Selbstbestimmungsrecht. Der weiß auch, dass das Parteiprogramm der Südtiroler Volkspartei dieses Selbstbestimmungsrecht als unverzichtbaren Teil festschreibt. Auch, ich zitiere wörtlich, Italien würde uns nie gehen lassen. Wir müssten das entweder mit Gewalt oder vor verschiedenen Gremien durchfechten. Und er sagt dann wieder wörtlich gestern in der ZIP2, wir würden vor der UNO sicher keine Mehrheiten bekommen und deswegen wäre das auch keine Lösung. Ja, aber das Selbstbestimmungsrecht der Völker ist der Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen, gilt auch für Südtirol, ist in vielen Resolutionen des österreichischen Nationalrates festgehalten worden. Und an das habe ich erinnert, weil eben gewisse Vorkommnisse in der Vergangenheit dargelegt wurden, wo eben die Autonomie durchaus wieder untergraben wird, sehr subtil. Und wenn der Herr Nationalratspräsident außer Dienst Kohl heute über mich richtet in dieser Frage, dann erinnere ich ihn an den Jänner 2006, wo er erster Präsident des Nationalrates gewesen ist und wo er eine Petition mit 7 Abgeordneten
Abgeordneten der ÖVP eingebracht hat, die unterstützt wurde von nahezu allen Bürgermeistern der Gemeinden Nordtirol, Osttirol und Südtirol, wo man gefordert hat für den Nationalrat, die Republik Österreich bekennt sich zur Wahrung des Selbstbestimmungsrechts des vom Land Tirol abgetrennten Tiroler Volkes deutscher und latinischer Sprache und zum besonderen Schutz der Rechte der Südtiroler auf Grundlage des Völkerrechts. Lesen wir uns jetzt bitte nicht die ganze Petition anderes, vor. Und nichts also anderes habe ich auch gemacht. Niemand hat damals fest, den Sie Rücktritt sind, vom Kohl Sie gefordert. Sie sind weiterhin ja? für eine Volksabstimmung. Nein, was ich bin Ihnen für gefallen? Das Selbstbestimmungsrecht und ich habe nie gesagt, dass morgen eine Volksabstimmung Platz greifen soll, sondern ich habe gesagt, es wird unter Umständen notwendig sein, dieses mit einer Volksabstimmung irgendwann einmal, wenn die Autonomie weiter untergraben wird, festzumachen. Und gut, das dann lassen wir dieses Thema mal bleiben. Jetzt war dieser Südtiroler-Saga. Dann gab es diesen Wirbel um Ihre rechtsextrem eingestellten Mitarbeiter. Dann haben Sie einen bekannten Ewiggestrigen zu einem Vortrag ins Parlament eingeladen. Dann haben Sie Ariel Musikant, den Präsidenten der israelitischen Kultusgemeinde, angegriffen, haben auch gesagt, dass Sie eigentlich nicht sehr viel vom antifaschistischen Grundkonsens in Österreich halten. Sie ernten dafür wahnsinnig viel Kritik. Ist Ihnen diese Kritik völlig egal? Nein, mir ist Kritik niemals egal und aus jeder Kritik kann man noch lernen. Und gut, ich gehe aber man auch hat in den mich. Eindruck, Sie lernen nicht sehr viel, sondern Sie verhalten ist, sich weiterhin Frage ist, eher Kritik berechtigt wie ein dritter ist oder Generalsekretär nicht. Der FPÖ Nein, als ein Frage, dritter Nationalratspräsident. Das ist vielleicht Ihre Meinung, aber nicht die Meinung vieler Bürger in Österreich. Ja? Und ich sage jetzt noch dazu, man kann mich nicht zum Schweigen bringen, nur weil ich Dinge anspreche, die Mehrheitsmeinung der österreichischen Bevölkerung sind. Also Sie glauben, es gibt keinen antifaschistischen Grundkonsens, ist Mehrheitsmeinung in der österreichischen Bevölkerung. Ich möchte einiges korrigieren, weil ja auch immer von den Medien recherchieren viel zu wenig, auch der ORF, das muss ich als Kritik loswerden, weil ich habe mich ja nie gegen den antifaschistischen Grundkonsens ausgesprochen, sondern habe mich für den demokratischen Grundkonsens ausgesprochen, der alle nicht-demokratischen Strömungen, so auch faschistische, aber auch linksextremistische Strömungen ablehnt. Sie haben wirklich und gesagt, das ist der Sie Unterschied. Halten das nicht für Identitätsstiftung. Und daher halte ich das nicht, weil auch Stalin war ein Antifaschist, aber ich bin kein Stalinist. Das ist zu wenig platzgreifend. Was die Medien dann daraus gemacht haben, ist eine zweite Sache. Ich bekenne mich aber zum demokratischen Grundkonsens und das ist der Grundkonsens in unserer Republik und der ist auch festgeschrieben. Haben Sie sich eigentlich bei Ariel Musikant schon entschuldigt oder hat es das Gespräch schon gegeben, dass Sie ja gefordert haben von ihm oder Nein, Sie haben darum gebeten? Ich kann nicht fordern, sondern wir haben uns vereinbart, dass wir ein Gespräch führen werden, so wie er aus dem Ausland zurück ist und so wie er Zeit hat. Das wird im August, so nehme ich an, stattfinden. Aber er hat ja Bedingungen gestellt. Er hat zum Beispiel unter anderem gesagt, Sie sollen aus der Satz Olympia austreten. Sagen. Dann das könnten Sie mit ihm reden. Ich werde gleich dazu Stellung nehmen. Ja. Und dieses Gespräch wird im August stattfinden. So, das haben wir vereinbart. Und wir haben auch vereinbart, dass wir bis dahin beide nichts mehr zu dieser Angelegenheit sagen. Ich halte mich an die Vereinbarung. Gibt es da etwas, schon einen konkreten Termin? Ich möchte etwas konkreten Termin müssen Sie mir. Ich bin vorgestern aus Italien, aus Südtirol zurückgekommen und weiß daher jetzt nicht meine Terminplanung exakt, aber sie wird im August stattfinden. Ich muss schon ein bisschen auf die Zeit schauen. Ich wollte Sie nur noch fragen, Musikant hat ja dafür Bedingungen gestellt. Unter anderem treten Sie auf der nicht. Olympia aus. Bestimmt nicht. Das steht genau, in Brief. In diesem Brief und lesen Sie bitte genau, steht drinnen, dass der Dialog ohne Bedingungen stattfindet, aber er wünscht sich Ergebnisse und hat dann Beispiel Ergebnisse aufgezählt, die er sich wünscht. Und ich kann einem Dialog nicht vorgreifen, weil sonst brauche ich ihn nicht mehr führen. Wir werden über die Dinge sprechen. Und dann wird man ein Ergebnis erzielen und das werden Sie wir gemeinsam wir sind schon dann über verkünden. Der Zeit. Eine kurze Frage noch, gestatten Sie mir bitte um eine kurze Antwort. Sie werden jetzt wiederholt zum Rücktritt aufgefordert, sagen immer, es gibt keinen Anlass, sind alle anderen die Geisterfahrer oder vielleicht doch? Schauen Sie. Es gibt Präsidenten, die fordern zum Streik der öffentlich Bediensteten auf und ich habe auch meine Meinung dazu nicht gesagt, ob mir das gefällt oder nicht. Andere Präsidenten verordnen dem Parlament einen Baustopp und dann bricht es halb zusammen und ich habe auch keine Rücktritte verlangt. Ich glaube, wir sollen die Kirche im Dorf lassen und die Usancen und die Demokratie wahren in Österreich und dazu gehört auch, dass kleinere Parteien mitpartizipieren an den Ämtern dieser Republik und das kann noch nicht zulasten von letztlich unsere einer willfährigen Meinung sein. Danke fürs Kommen. Ich denke, wir werden möglicherweise wieder mal reden. Danke.